Grüß euch, der Mandy spricht. Ich bin gerade auf einer Sonntagsmorgenrunde. Jetzt seit ich wieder mal ein Video mache. Ich habe jetzt 14 Tage abgewartet, weil ich immer gedacht habe, bei diesen RKI-Files, um das in meinem letzten Video um das gegangen ist, dass da jetzt noch was Interessantes nachkommt. Oder ja, naiv habe ich auch durchaus gehofft, dass vielleicht einmal ein paar zurücktreiben müssen. Aber nein, das Ganze scheint wieder eingeschlafen zu sein. Allerdings wird ja versucht, die geschwärzten Stellen, dass man das auch sieht, was dort gestanden ist. Und da geht es jetzt unter anderem um die spannende Frage, wer ist eigentlich diese Person X, die da diese Hochskalierung gemacht hat von, ja, nicht wirklich gefährlich, der Zustand auf, ja, sehr gefährlich. Weil was bisher rausgekommen ist, bei den Seiten, was man lesen kann, ist ja in etwa das, ja, das, was ich mit meiner gesunden Halbbildung relativ bald, so ab April 2020 für mich entschieden habe, jawohl, Vorsicht, aufpassen, Respekt haben, passt, aber nicht in Panik verfallen, wir haben nicht die Pest und nicht die Cholera, das Ganze, ja, mit dem musst du leben. Ne? Und kommuniziert ist es ja anders worden, wobei es eben jetzt so aussieht, dass die Wissenschaft eigentlich auch von Anfang an, ja, die Wissenschaft von Anfang an eine ähnliche Meinung vertreten hat, dass aber von politischer Seite dazu motiviert wurde, ja, Panik zu schüren. Das kann man, glaube ich, sagen, oder? Und da war eben jetzt die interessante Frage, wer ist jetzt eigentlich diese Person X? Weil das, die wird ja erwähnt, dass in dem Moment so etwas geschehen, dass verschärft wird die ganze Geschichte, wenn die Person X ein Zeichen gibt. Also das ist ja wieder ein schlechter Film. Ne? Und da gibt es jetzt natürlich einige Spekulationen. Ist das der ehemalige deutsche Gesundheitsminister gewesen, der Jens Spahn oder gar die Bundeskanzlerin? Oder manche spekulieren, aber das sind sicher Verschwörungstheoretiker, dass das noch weit weiter oben war, oberhalb der Politik, die was vielleicht wirklich was zum Entscheiden haben. Oder ja, wie hat der ehemalige bayerische Ministerpräsident Seehofer gesagt, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und die zu entscheiden haben, werden nicht gewählt. Hat er natürlich in einer Satire-Sendung damals gesagt, also ist ein Spaß. Ja, es bleibt weiter spannend. Bisher ist nichts passiert. Das Ganze scheint auch wieder einzuschlafen. Die Mainstream-Medien haben da durchaus ein wenig wieder beruhigt. Ja, aber was wollt ihr, ist ja nicht so arg und so, war eine besondere Zeit und diverse Experten sind wieder aufgetreten. Und, es bleibt spannend. Ich hoffe, diese geschwärzten Passagen werden auch freigelegt, dass jeder, der es sehen will, lesen kann, wer da wirklich die Fäden gezogen hat, ob es wirklich so erfahrbar ist, wird man sehen. Und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Für heute mal einen schönen Sonntag und vergesst nicht, Stockfürcht ist auch gestorben.